Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Dialog mit meinem inneren und mit meinem äußeren Ich. Wie geht das und was macht das für einen Sinn? Manche werden sich fragen, gibt es jetzt eine Kurzeinführung in Spaltung der Persönlichkeit oder in Wahnvorstellungen? Nein, keine Sorge. Es ist einfach eine Methode, die sehr hilfreich ist, um sich selber Klarheit zu verschaffen, warum gehen in mir emotionale Prozesse so ab, wie sie abgehen und wie kann ich mit mir selber in Dialog kommen und auch rauszufinden, was ist das, was ich eigentlich will? Was ist eigentlich für mich das Wesentliche und der Kern? Und da unterscheide ich eben zwischen dem Inneren, Reinhard, jetzt in meinem Fall, ja, und sie setzen einfach ihren eigenen Namen ein, und dem äußeren Reinhard. Das heißt, der innere Reinhard ist der, den man auch umschreiben kann mit den unbewussten Anteilen des Menschen und mit den Dingen, die sehr deutlich, sehr klar sagen, worum es eigentlich jetzt geht und die relativ ungefiltert auch den Unmut, die Emotion und die Aggressivität, aber auch die Depressivität auch rauslassen. Und der äußere Reinhard kann man auch überschreiben mit Über-Ich oder mit Gewissen oder mit Meta-Ebene, also von außen wahrnehmen und sich selbst beobachten. Rationalisierung kann man auch dazu sagen. Und das sind dann die Elemente oder die Anteile in mir, die versuchen eben, mein inneres Ich, diesen inneren Reinhard zu überzeugen, dass das jetzt nicht in Ordnung ist, dass er jetzt so ist, wie er ist und so weiter, ja. Und das ist eigentlich ein Dialog. Und das Spannende ist, dass man mit sich selber da so in Dialog kommen kann, dass man zu einer guten Sichtweise, zu einer guten Entscheidung kommt, wenn ich mit diesen beiden Anteilen, mit diesen Es, im Freudianischen und mit dem Über-Ich ins Gespräch komme. Warum ist das so wichtig? Weil wenn es zerfällt, wenn das Unbewusste ausagiert und tut, was es will, und das Gewissen oder das Über-Ich überhaupt keine Chance mehr hat, irgendwie in Kontakt zu treten mit diesen Urgewalten, die in mir sind, wäre ich eben zum Emotionsbündel. Und dann kann ich mich nicht mehr beherrschen. Und dann bin ich auch irgendwie in einer Art und Weise sehr sehr schwach, auch vor anderen, und lieg sehr offen da. Und das ist auch oft ein Riesenthema bei Narzissten. Die lassen das raus, was sie sich jetzt gerade denken. Schon mit der Bremse, mit der Über-Ich-Bremse, mit diesem äußeren Ich als Wächter oder als Korrektur, dass sie nach außen hin gut wirken, aber das ist auch schon die einzige Bremse. Der Rest ist ihnen egal. Und das, worum es mir geht, ist eine gute Kommunikation, eine gute Verbindung zwischen Es, also Unbewussten, Ich, meiner integrierten Person, und dem Über-Ich, dem Gewissen, dem tiefen Wollen und guten Wollen, dem ethischen Handeln auch herstellen zu können. Jetzt kann man natürlich sagen, man muss unterscheiden, Über-Ich und Gewissen sind dasselbe. Ja, stimmt, und Es und Unbewusstes und dieses innere Tiefe ist auch nicht unbedingt dasselbe. Ja, das ist alles okay. Mir geht es eigentlich eher darum, dass ich mit diesen Begriffen arbeiten kann und damit ich in einem guten Prozess kommen kann, wo ich dann auch zu vernünftigen Handlungen und zu vernünftigen Entscheidungen kommen kann. Und daher gebrauche ich eben jetzt der inneres Ich und äußeres Ich als vereinfachte Darstellung. Also der innere Reinhard hat eben das Gefühl, er muss jetzt unbedingt Schokolade essen. Und der äußere Reinhard sagt, na, Schokolade ist so schädlich und das bringt nichts und dann nimmst du nur wieder zu und außerdem ist es sowieso ungesund und so weiter, ja. Und jetzt kommen die beiden ins Gespräch und am Schluss siegt
der innere Rainer, der sich die Schokolade hineinstopft und sagt, gib Ruhe, ich will jetzt davon dir nichts wissen, weil ich habe mir die Schokolade verdient und überhaupt, das Leben ist sowieso so schwer und so weiter. Und das äußere Ich sagt, na bitte, du musst schon jetzt wirklich schauen, versuch jetzt auch auf die nächste Zeit zu schauen, du musst gesund bleiben und du bist eh schon übergewichtig und Herzinfarkt droht und so weiter. Ja. Also, wenn ich so agiere, ja, wenn da zwei Standpunkte sind, die nur gegenseitig ihre Pflöcke einschlagen, ja, und das spielt sich in mir ab, ja, dann bin ich in der Mitte als das Ich, nicht als das Innere und das äußere Ich, sondern ich als Ganzer bin dann irgendwie arm, weil ich mir denke, boah, ich bin voll verwirrt und was soll ich jetzt machen und eigentlich ich bin unzufrieden mit dem Leben. Und dann stopfe ich mir die Schokolade rein, weil ich unzufrieden bin. Ja. Das ist halt dann auch keine gute Idee. Was ist der Ausweg? Der Ausweg ist, dass ich in einen guten inneren Dialog mit mir hineingehe und nachspüre, was will denn jetzt mein inneres Ich, mein Unbewusstes wirklich? Und dann gehe ich hinein und sag, ja, ich will Schokolade essen. Aber wenn ich tiefer hineinspüre und dann noch einmal frage, vielleicht auch mit geschlossenen Augen und so richtig spüre, vielleicht auch Hand aufs Herz, was willst du denn wirklich, ja? Dann spüre ich will eigentlich eine Pause. Ich will eigentlich mich jetzt entspannen. Ich will eigentlich nicht dauernd weiterrennen. Genauso bei Rauchern. Man kann die Schokolade auch austauschen mit Rauchen, ja? Der Raucher geht dann rauchen, wenn er eine Pause braucht. Und wenn er hineinspüren würde, würde er sehen, boah, ich bin einfach jetzt müde und ich bin vielleicht durstig oder, und auf jeden Fall, die Zigarette erlaubt mir, eine kurze Pause zu machen, die dann eh keine Pause ist, weil ich mir ja körperlich so viel Schaden zufüge, dass mir nachher schlechter geht. Mit der Schokolade ist ähnlich, ja. Also ich füge mir ja Schaden zu. Und wenn ich reinspüre in die Tiefe, was ist hinter der Schokolade, dann komme ich drauf, ah ja, ich will ja eigentlich jetzt wirklich zur Ruhe kommen, ich will gar nicht so viel arbeiten. Oder ich will mich jetzt da nicht auch noch mit den Dingen beschäftigen. Ich will es mal lassen. Und sobald ich auf das höre, braucht das äußere Ich gar nicht sagen, Achtung, Achtung. Und das äußere Ich ist übrigens nicht immer nur der Zeigefinger, sondern das äußere Ich ist so auch der gütige Blick von außen, ja, tu dir was Gutes, aber nicht kurzsichtig im Sinn von, iss eine Schokolade, sondern tu dir was Gutes und gönn da jetzt wirklich Zeit für dich und schalt ab und schau was jetzt angenehm ist für dich, tiefer, nicht oberflächlich. Die schnelle erste Hilfe, der schnelle Energiekick ist die Schokolade. Aber das Tiefere ist eigentlich das, ja, jetzt spüre ich, was ich brauche. Ich nehme jetzt Zeit zum Spüren, was ich wirklich, wirklich brauche. Und dann geht's gut weiter. Und dann bin ich auch ganz in Einklang mit mir. Dann sagt nämlich auch das äußere Ich, super, genau so, ja, das ist spitze. Und dann bin ich auf einmal in einem guten Dialog mit es Ich und über Ich, ja, mit diesen Tiefen in mir, mit dem Inneren und mit meiner Person und mit den Äußeren, der eine gute Wächterfunktion hat. Das ist, es geht ja beim Gewissen oder beim Über Ich geht es ja nicht um eine negative Wächterfunktion, der dauernd zur falschen Zeit mich bremst, sondern das ist eigentlich eine Unterstützung, das äußere Ich, diese Metaposition, um zu sagen, wenn ich mich von außen anschaue, was werden jetzt da hilfreich? So richtig hilfreich, langfristig und jetzt auch in der aktuellen Situation, so dass ich nachher nicht das Gefühl habe, voll schief gegangen, ja. Jetzt habe ich Bauchweh von der Schokolade und hat mir genau gar nichts gebracht und der Energieabfall ist nach 20 Minuten schon wieder gekommen, jetzt brauche ich schon wieder die nächste, aber das kann es ja nicht sein, so geht's nicht. Darum geht's auch, wenn Sie dann das Gefühl haben, nach außen bin ich dann nett zu den anderen und nach innen, wenn ich allein bin oder wenn ich Zeit habe, bin ich super schlecht gelaunt. Das ist eben eine Spannung oder eine Trennung von meinem inneren Reinhard und dem äußeren Reinhard. Warum ist es so eine Spannung und eine Trennung? Weil ich mit mir nicht in Kontakt bin, weil ich nicht spüre, was brauche ich, wenn ich nach außen hin die Bühne mache und nett bin und alles ist in Ordnung und schön, dass ihr da wart und alles Gute weiterhin und so. Und wenn man mich fragt, wie geht's mir? Na, ist eh alles bestens. Und dann
mache ich die Tür zu und ich verfalle und bin total frustriert und alles furchtbar und mich regt alles auf und ich bin froh, dass die draußen sind und so, ja. Ja, dann ist irgendwas nicht kongruent, dann passt was nicht. Ich muss also denen nicht sagen, ihr geht's mir am Nerv und schleicht euch und so, das muss ich jetzt nicht sagen, weil das ist zwar vielleicht kongruent und ziemlich ehrlich, aber wird nicht so wenig was bringen, ja. Sondern es geht eher darum, gut darauf zu achten, wenn mich zum Beispiel jemand besucht, wo ich gar nicht so viel Kraft habe, zu sagen, Entschuldige, ich habe jetzt noch was anderes zu tun, ich ziehe mich zurück oder schön, dass ihr kommt, aber ich habe nur eine halbe Stunde Zeit, das halte ich von der Energie her aus und kann ich gut gestalten und danach muss ich was anderes machen oder bleibt euch noch sitzen oder haltet euch, aber ich ziehe mich zurück. Also wenn ich weiß in der Tiefe, was ich will und ich mich traue, das auch zu sagen, weil das äußere ich auch sagt, das passt, das ist total gut, wenn du so bist und so agierst, auch wenn es vielleicht nicht populär ist, aber es ist echt und es ist für mich stimmig und genauso mag ich. Wenn ich das für mich rausarbeite, dann kann ich das auch vertreten. Und wenn dann eine negative Rückmeldung kommt, du hast nie Zeit für uns und das ist unmöglich und was, nur eine halbe Stunde, wir haben schon mit 3 Stunden gerechnet, dann muss ich bei mir bleiben, weil das innere Ich sagt mir dann, 3 Stunden unmöglich, ja, eine halbe Stunde Maximum, lieber Viertelstunde, dann werde ich sagen, heute geht's eine halbe Stunde und wir werden schauen, ob wir in den nächsten Wochen uns wiedersehen. Und wenn in den nächsten Wochen es nicht möglich ist, sich wiederzusehen, weil ich die Energie nicht habe oder auch die Lust nicht habe, auch die Zeit mir nicht nehmen möchte, dann werde ich sagen, tut mir leid, es geht nicht. Wenn ich jetzt sage, es tut mir so weh, dass ich jetzt deshalb Freunde verliere und das kann ich mir nicht leisten, ich brauche die Freunde oder ich will die Freunde unbedingt nicht, also haben und auf keinen Fall verlieren, ja, dann werde ich einen Weg finden, wie ist es stimmig. Dann werde ich ihnen sagen, ich komme lieber zu euch und wenn es mir dann zu viel wird, gehe ich. Oder ich sage ihnen ehrlich, ich habe momentan so viel andere Themen, ich möchte die Freundschaft mit euch behalten, aber ich möchte die Freundschaft adaptieren und ändern, weil ich es nicht mehr so hinkriege, wie ich es vielleicht noch vor 3 Jahren hingekriegt habe. Ich habe andere Schwerpunkte oder ich habe andere Bereiche, wo ich so viel Energie rein eben geben muss, dass ich für die Freundschaft jetzt momentan nicht so viel Energie habe, obwohl es mir wichtig ist. Ja, das ist auch das Äußere. Ich sage, Freundschaft ist wichtig, aber das Innere sagt, ich muss auch mit dem Rest zusammenkommen und da gibt es so viele Verpflichtungen, die ich nicht lassen kann und dann ist Freundschaft Luxus. Ja, aber Freundschaft wird auch irgendwann so wichtig, dass sie nicht mehr Luxus wird, sondern dann sagt das Innere ich auch, so, jetzt braucht man dafür mehr Energie und mehr Zeit. Also in diesem Dialog drinnen sein und in diesem Dialog auch ganz ehrlich hinschauen, sobald es zu sehr Zeigefinger ist, kann auch das innere Ich, das äußere Ich auch ein Stück korrigieren und sagen, Moment, ich brauche dich jetzt nicht als Zeigefinger, sondern ich brauche dich als Unterstützer, der du von außen die Dinge neutral wahrnimmst, aber nicht in der Brille der Eltern irgendwas sagen, was früher gewesen ist und was sich so gehört. Ja? Das, was sich gehört, ist jetzt nicht interessant, sondern ich brauche mein äußeres Ich, um ein Stück von außen rational, mit Abstand und mit innere Lockerheit drauf zu schauen, aber nicht wehe. Und das innere Ich brauche ich, um hinter diese ersten oberflächlichen Triebe reinzuschauen und reinzuspüren. Und dann kann das Unbewusste wirklich sich zeigen, phänomenologisch sich zeigen, was eigentlich meine tiefste Sehnsucht ist. Und das muss ich üben, weil die oberflächliche Sehnsucht, schnell Schokolade fressen, die ist schnell da. Aber die tiefere Sehnsucht, die muss ich oft suchen. Alles Gute für Sie, dass Sie in diesen Dialog für sich gut reinkommen. Ich finde, es lohnt sich. Ich mache das für mich oft und es ist total einfach ein gutes Gefühl, mit sich gut im Gespräch zu sein.